Also zusammen, ich habe hier unsere eigene Batterie und ich habe die jetzt die ganze Nacht eingelagert und ihr seht hier die Temperatur der Batterie bei minus 21 Grad. Vor dem Anschließen hatte sie gar minus 22 Grad und da habe ich einfach mal so kurz hier drauf gehalten. Mein Widerstand, der ja bei Liontron bei minus 10 Grad ausgeht, wenn ich dann das hier direkt anschließe mit einem Widerstand und hier das Kabel anschließe, dann geht der Widerstand auch. Wir sehen dann hier auf dem App, der Stromverbrauch ist 8 Ampere, knappe 8 Ampere und die Temperatur von der Batterie minus 21 Grad. Ich bringe euch ein Video, wie die Batterie innen drin aussieht. Wir gehen jetzt hier ein bisschen Lampe auf die Seite, die ist immer noch angehängt. Wie das hier angeschlossen ist, ich habe zwei Kabel, die gehen hier auf meine Lampe. Das Kabel hier. Und dann habe ich 2x16 Quadrat Kabel, die hier auf diesen Wechselrichter gehen. Und vom Wechselrichter geht dann ein Kabel hier auf diesen Föhn mit 2000 Watt Leistung. Und wir sehen hier jetzt nochmals die Stromanzeige. Das ist jetzt immer noch meine kleine Lampe, die hier brennt. Und jetzt schalten wir den Föhn ein auf wahrscheinlich jetzt 1000 Watt, halbe Leistung. Wir sehen, der Strom, obwohl die Temperatur unten jetzt noch minus 20 Grad hat, können wir hier 70 Ampere aus dem Ding rausziehen. Und sie geht auf Null, sie hat also abgeschaltet. Das heißt, diese Belastung, jetzt ist die Lampe wieder angegangen. Ich mache die Lampe mal hier hoch, dass ihr das auch seht. Das Kabel ausgerissen. Ja, wir sehen jetzt effektiv wieder die Lampe, die braucht die 8 Ampere und der Föhn hier kann ich bei den Temperaturen 80 Ampere nicht belasten. Ich habe hier einen anderen Föhn. Der zieht 600 Watt und hier braucht die Batterie dann, ja, ich sag mal 50 Ampere, zieht dieser Föhn hier und das ist jetzt auch über längere Zeit möglich, also die 1000 Watt zu ziehen, die 1000 Watt zu ziehen, auf dem Datenblatt steht, entladbar bis minus 20 Grad, Dauerstrom 100 Ampere. Das heißt, das geht bei diesen Temperaturen nicht. Minus 20 Grad kann ich also hier 50 Ampere ohne Probleme rausziehen. Die Belastung funktioniert. Die Batterie wird jetzt natürlich auch warm. Jetzt hat sie bereits minus 17 Grad. Jetzt ging die App aus. Also wir haben jetzt einen konstanten Strom von minus 50 Ampere. Diese Lampe hier, der Wechselrichter sind 2000 Watt und mit diesem Föhn hier angeschlossen. Das geht bei Temperaturen von minus 20 Grad. Die minus 80, die 80 Ampere geht nur kurzfristig, dann geht die Batterie auf Störung. Ja,
Das war's. Ich bringe euch hier einen Test. Und jetzt ging das Teil auch aus. Ich habe jetzt nur noch eine Spannung von 11,8 Volt. Jetzt hat sich der Wechselrichter verabschiedet. Er kommt wieder. Aber also die Belastung bei minus 20 Grad mit 50 Ampere, das ist schon heftig. Eben die anderen Batterien, die ich im Sortiment habe, Liontron, die machen das überhaupt nicht. Also für eine Standheizung hier so 8 Ampere, das ist, denke ich, überhaupt kein Problem. Ich mache euch hier einen Test über die Batterie mit Parallelschaltung und hier zeige ich euch, wie die Batterie von innen her aussieht. Ich wünsche euch einen schönen Tag.